Let's go, das Häschen. Propagandalf, moin, moin, moin. Ich mach grad die Wünschen der Quest. Was ist das? Bin erst später am Start. Achso, ja, alles gut, Bruder, alles gut. Also ich bin auch noch Minimum eine Stunde da. Ich denke, ich mache heute ein bisschen länger. Weil hat mich heute so genervt. Also ich wollte auf jeden Fall ein bisschen eigentlich noch zocken. Ich glaube, ich bin ganz stressig. So, da vorne ist die kleine Kackbratze. Ist immer so 2 Sekunden vor mir da, Alter. Das ist immer so 10 Meter vor mir. Hey, Hüter. Schön, Alter, wer ist er denn? Zu sehen. Ich wünschte nur, die Umstände wären besser. Ja, Assalamu alaikum, mein Lieber. Wer ist er denn? Moin, Meister. Ui, bisschen großer Junge. Ich bin Misrax, Kell vom Haus des Lichts. Ich habe gehört, dass die Vorhut verbündete Elixni in der Stadt hat. Ja, viele sind der Vorhut zu Hilfe geeilt. Warum redet ihr hier nicht? Uns mit ihrem Licht. Ich kann in der stehen, guck mal. Ehrentitel sind jetzt unnötig. Ui. Und meine Macht entstand nicht. Alter, ich seh die. Alter! Ich seh ihre Mund und Nase und so. Augen von innen. Die Schattenlegion nun gefangen. Moin, Meister. Alter, du schwebst. Ja, sicher. Du hebst ab, mein Lieber. Können sie nicht über Funk erreichen. Dann kannst du die Story jetzt hier aufnehmen. Ja, easy, easy, aber ich würde eigentlich gerne anfangen, was zu tun. Die tun hier einfach nur ja, sagen, ja, wir haben irgendwann verloren. Jetzt gucken, müssen wir gucken, wo der ist und wir holen die einfach zurück, so. Ja, ich glaube, im Zuge dieses Angriffs wurden halt Leute gefangen genommen und jetzt ist hier unser Baller-Job, die wieder zurückzuholen. Und das machen wir. Ja, easy. Das Licht gibt uns Kraft. Okay, ja, tschö, gell, sehen wir uns. Zeugen brauchen wir mehr als nur das Licht. Doch ich kann helfen. Ich küsse jetzt. Ich konzentriere mich auf die kommenden Kämpfe. Boah, romantisch. Okay, wir müssen jetzt hier hin irgendwas integrieren. Ich habe mich integriert. Okay, wieder FaceTime. Ich mache es. FaceTime. Der Zeuge setzte zum Schlag gegen den Reisenden an und als wir eingreifen wollten, stürzten unsere Piloten ab. Mit Amanda Holiday. Die wenigen Überlebenden landeten in der Nähe von Trostland und Altrussland. Jetzt durchsucht die verdammte Schattenlegion das Wrack und nimmt Gefangene. Wir führen gerade Rettungseinsätze in der ETZ durch. Krähe hat schon mal die Verteidigung ausgekundschaftet. Der Pyramidenaußenposten ist komplett unzugänglich. Zum Glück ist die Königin auf unserer Seite. Mara erfüllt dich mit außerweltlicher Macht. Die Magie der Erwachten und so. Ich weiß selbst und nicht, so. Wie das geht, aber wenn sie glaubt, du kannst es schaffen, widerspreche ich dir nicht. Gut, dass du da bist, Hüter. Wir sehen uns da draußen. Ja, dann let's go, das Häschen, würde ich sagen. Ja, können wir das schaffen, Digga, wir haben die dicken Knarren dabei. Ja, brauchen nur die dicken Lunden, was denkst du? Ja, ich habe also, tatsächlich, als ich gerade eben noch kurz gezockt habe, ich habe die Kampagne nochmal so weit gespielt, wie wir gestern waren. Weil ich irgendwie die Quest nicht richtig mitgenommen hatte auf dem Charakter. Ich hab ein richtig dickes Maschinengewehr bekommen, das knallt richtig rein. Alter, nice. Ja gut, wir müssen jetzt hin, neue Quest-Aktivität. Ich guck mal grad. Wo ist die Quest? Da oben. ETZ. Irgendwo da unten. Karte. Ah, da. Wählen. Let's go. Und dann bam 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 bam. Und dann ratatata. Ratatata. Der Typ auch eine Legende. Oha, wir kriegen so einen dritten Typen dazu. Ich glaub's ja gerade gar nicht. Jetzt kriegen wir wieder. Das ist jetzt ein bisschen anders als dieses Strikes. Das ist jetzt so ein Arena-Modus, kann man nicht sagen. Irgendwie. Auf jeden Fall ein anderer Spielmodus. Ein bisschen Abwechslung für den Strike. Ja, also auch gegen andere Echte? Nee, gegen KI, also gegen so normale Gegner halt. Ah, okay. Also gegen ChatGPT. Gegen ChatGPT, genau. Scheiße, Mann. Stell dir mal vor, irgendwann einfach so GTA 5 mit ChatGPT. Oh Gott, dann sind die Dialoge ja noch schlimmer. Das wäre dann zu wild.
Die Dialoge noch schlimmer. Du kannst übrigens zu einem späteren Zeitpunkt, also das kannst du jetzt auch schon machen, aber das würde ich jetzt noch nicht empfehlen. Ja. Wenn du legendäre Waffen hast, kannst du mal schauen, wenn du da mal ins Menü bei der Waffe gehst. Holiday. Mein Schiff wurde im Kampf stark beschädigt. Ich muss in der ETZ landen. Ich habe gesehen, wie eine Schattenlegion-Patrouille Gefangene zu einer Pyramide brachte. Ich schleiche mich mit den Gefangenen hinein und nehme mein Funkgerät als Peilsender mit. Wer auch immer das hört, richtet den Hüter aus, meinem Signal zu folgen. Ich werde warten. Wiederhole. Notrufmeldung. Hier spricht Amanda Holiday. Hört mich jemand? Da bist du ja. Ich bin so froh, deine Stimme zu hören. Hey, Defrem. Gleichfalls. Ich hatte schon befürchtet, ich wäre umsonst hier reingeschlichen. Ziemlich clever, aber auch etwas riskant. Ich kann das nicht befürworten. Riskant? Hast du nicht mal eine Kabalblockade durchbrochen, nur um frische Eier zu besorgen? Hast ja recht. Halt durch, meine Liebe. Verstärkung ist auf dem Weg zu dir. Wo genau in der Anlage bist du, Amanda? Ich bin im Zellenblock mit den Gefangenen. Der Hüter kann meinem Funksignal folgen, um uns zu finden. Er ist auf ein kleines Hindernis gestoßen. Auf jeden Fall, was ich eigentlich sagen wollte. Du kannst legendäre Waffen und Rüstungsteile kannst auch noch verbessern. Dann haben die ein bisschen weniger Rückstoß oder mehr. Oder laden schneller nach, je nach Waffe. Ah, okay. Würde ich aber nur empfehlen, weil das echt ein bisschen Zeug kostet. Nur bei den Waffen, die du wirklich sagst, okay, die sind richtig geil. Die du dann noch länger spielst, weil ansonsten hast du quasi hast das Geld zum Fenster rausgeschmissen. Ja, safe. Ah, ich will generell noch gucken, ich bin ja gleich mal relativ am Anfang auch mit den exotischen Waffen. Ich habe ja eigentlich nur eine. Deswegen, ich gucke jetzt noch, dass ich ein bisschen erstmal was da spiele, so ein bisschen. Und dann mal gucken. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, selbst wenn ich die Story hier durchhabe, dass ich das Game trotzdem weiter datteln werde. Das hat einen krassen Suchtfaktor irgendwie, weil es sich. Ich finde, es spielt sich halt auch einfach sehr geil. So, die. Ich finde, die Waffen sind cool. Das mit den Fähigkeiten so kombiniert, finde ich eigentlich sehr nice. Alter, was ist das denn hier? Alter, da kommen die Kugeln wieder. Quatsch. Oh, lol. Oh, hier ist ein Dicker. Hier war ein Dicker. Hier ist ein Dicker, lelelel. Roastbeef, ein Hühnchen, Pizza. Ein bisschen was von seinem Eisbecher. Ich muss auch sagen, mittlerweile habe ich mich, glaube ich, ein bisschen mehr an den Titan gewöhnt. Finde ich mittlerweile eigentlich ganz geil. Ja, findest du ihn geil? Ja, echt? Also man merkt halt schon, also du brauchst halt richtig lange, um so Leben zu regenerieren. Du hältst halt aber auch echt einen Arsch wieder aus. Ja, Titan habe ich sogar ehrlich gesagt gar nicht mal so viel gespielt. Also Warlock gar nicht. Also ein bisschen Titan, sonst halt immer nur Only Jäger. Ich weiß nicht wieso, ich liebe auch die Spielweise halt einfach, weißt du? Ja, ich finde Warlock und Jäger auch noch cooler. Ich komme mit dem jetzt klar, ich habe irgendwie Destiny 1 schon mal eine Zeit lang ein bisschen mit Titan gespielt. Das war eine mittelschwere Katastrophe, da ist schon mal gestorben. Also ungefähr so wie gestern hier bei dieser legendären Kampagne. Eine mittelschwere Katastrophe. Das ist sehr süß gesagt, sage ich dir ehrlich. Wir haben das Ziel abgeschlossen, wir sind die krassesten Ficker. Alter, der fährt ja einfach weg ohne uns. Einmal übers Meer. Alter, ich mach wieder Backflips. Oder? So jetzt. Wir werden nicht durch die Wände in die Pyramide eindringen, sondern durch das Gewebe. Hast du eigentlich schon einen neuen Gleiter oder hast du immer noch den vom Anfang? Ich hab tatsächlich schon. Gleiter meinst du hier dieses Fahrding? Die Sparrows. Ja, die Sparrows. Ja, ich hab da schon einen legendären. Ah, sehr nice. Der ist ja 10 km/h schneller, sag ich jetzt mal. Ja. Da kannst du übrigens auch diese Shader draufklappen. Also kannst du quasi neu lackieren. Ja, boah, muss ich auch mal abchecken. Kannst du bei deinem Raumschiff auch. Also kannst du ungefähr alles so machen. Der Hüter macht was? Im Ernst. Je länger wir uns alle kennen, desto seltsamer wird es. Vor allem seitdem der Zeuge aufgetaucht ist. Thank you.
voll geil. Ich kriege einfach das so den Schaden, ey. Das ist doch mal was. Oh, hier sind Dicker. Hier sind die dicken Lunden. Die dicken Pelle. Du rennst wirklich an allen Leuten vorbei. Ich bin ein Löwe. Ich bin Kollege der Boss. Ich bin Boss der Kollege. Und die Dunkelheit ringsum vertreiben. Alter, ich bin tot, aber sowas von. Zehner, wenn ich das überlebe. Kann man hier rein? Ja, ich glaube, du musst in der Mitte das Ding kaputt schließen, dieser schwarze Kuppel, genau. Ich habe das Signalfeuer entzündet wie ein Löwe. Einfach ein Macher. Einfach ein Macher. Alhamdulillah. Jetzt gibt es erstmal ein paar Schüsse aus dem Benzer. Was auch immer du gerade getan hast, Hüter, es hat funktioniert. Die Basisverteidigung ist völlig verwirrt. Jetzt scheinen sie aber schwere Geschütze aufzufahren, um dich aufzuhalten. Etwas liegt vor dir. Schwere Geschütze, Lel. Boah, bitte nicht wieder die Geschütze von gestern, Mann. Dann rasieren die uns wieder. Boah, die, ey, ohne Spaß, das ist das Einzige, was mich hier richtig echt nervt. Das ist auch wirklich der härteste Gegner im Game, wenn du die übersiehst, die raffern dich so weg. Ja, da kann man, da kannst du auch nichts machen, da ist dann halt einfach in dem Gelände. Wie früher Black Ops 2 und so ein Typ, der mit einem LMG in einer Ecke liegt. Ja, die Camper, beste Leben. Alter, wir haben hier voll den Boss am Start. Yo. Ja, wir müssen da drüben diese Kuppeln jetzt immer kaputt machen. Digga, wow, der schubst mich hier die ganze Zeit rum. Alter, durch was bin ich denn jetzt gestorben? Gefräßiger besessenes Palant, Alter. Ich bin durch Prinz Markus gestorben. Der allerechte. Ich war einfach nicht reich genug. Ich konnte halt nicht mal 600.000 als Reis mithalten. Ich hab nur 500.000 Euro als Reis. Ja, das ist natürlich schwach. Ja, das ist echt, ja, schon arm. Das ist ein Armutszeugnis. Ja, das wäre mir auch tatsächlich unangenehm irgendwie ein bisschen. Ich bin der Einzige, der in Saint-Tropez immer sagen muss, ja, ich habe keine 600.000 Euro als Eis. Alter Junge, hier sind wieder 5.000 Kuren drin in dem Ding. Oh lol, eine Wand. Ja, der absolute Destiny-Satz. Oh lol, eine Wand. Einfach eine Wand, Mann. Die hat's mir gerade gegeben. Ah, in der Mitte sind einige Dicke. Ja, so dick bin ich jetzt aber auch nicht. Ne, ich meinte auch nicht dich, ich meinte eher die Jungs hier. Boah, Junge, ich liebe mein neues Maschinengewehr, das ist wirklich geil. Ja, ich schieße jetzt auch mal hier mit der Waffe. Alter, ist ja viel besser. Ist der tot? Der sieht tot aus, ja. Sieht tot aus, ja. Ja, da war ja nix. Also wenn das Helm gleich ein bisschen anspruchsvoller wird, dann kracht's ja aber. Wo sind wir denn jetzt hin? Aber keine Eingänge gefunden. Und jetzt marschiert der Hüter einfach so. Ja, ich glaube, wir sind jetzt in einem von diesen Pyramidenschiffen von der Anfangssequenz von Lightboard. Ah, die sind ja richtig scheiße. Wer will denn hier drin rumfahren, Alter? Richtig hässliches Wohnzimmer. Ja, hier, ich würde hier nicht einmal, keine Ahnung, mit zum Lidl einkaufen fahren. Ja, Chris, auch keinen Parkplatz. Alter, wir haben gerade alle drei gleichzeitig dieses Ding da reingesmashed. Kriegst du auch keinen Parkplatz? Lelelelel. Also pass auf dich auf.
der normale Nahkampfangriff von den Titan ist so geil, du haust den Leuten halt einfach komplett auf die Fresse. Ja, ich muss auch mal irgendwann mal verschiedene Klassen machen. Aber erstmal jetzt hier den komplett leveln. Den süßen. Ich glaube übrigens, wenn du außerhalb hier von dieser Kuppel gehst, dann kriegst du Schaden. Boah, tatsächlich bin ich fast tot. Tatsächlich bin ich tot. That's a surprise. Surprise, surprise, motherfuckers! Alter, welche Kuppel müssen wir denn? Tatsächlich. Ja, wir müssen diese Gegner, die markiert sind, abschießen. Dann musst du das von denen einsammeln. Dann kannst du das hier einmal quasi waschen und dann da hinten den großen Typ ins Gesicht werfen. Das mag der gar nicht. Findet der das nicht so smash? Findet der nicht so geil. Sagt er ein RPS? Das mache ich trotzdem. Ey, hast du diesen, bist du immer noch mit dem Bogen am rumschießen? Ja, ja. Man kann das richtig geil kombinieren, wenn du die umhaust und die gefrieren so, kann ich die Eisblöcke zerschießen, explodiert da alles, das ist echt geil. Ja, die sind hier richtig. Kannst du mal gucken, diese leuchtenden Dinger da, kannst du die einsammeln. Leuchtenden Dinger, warte mal. Hier rechts auf der Seite, bei mir. Ja, ich komm zu dir. Nee, hier, genau. Einer ist schon weg, scheiße, wo ist es jetzt? Guck mal, der ist eh, okay. Ich glaube, der kann jetzt eh den Gesicht bauen. Alter, Alter. Okay, wir müssen wieder diese Dinger suchen. So, hier ist meine Kuppel. Die Kuppel hat Fortnite gespielt. Also nice. Ich verstehe die Fortnite-Witze nicht, sorry, es tut mir leid, ich hab noch nie Fortnite gespielt, ich bin komplett raus in der Materie. Nee, ich sag das einfach nur so, weißt du, so völlig sinnfrei. Ich sag voll oft so Sachen, einfach so völlig aus dem Sinn, so, weißt du. Und dann sag ich einfach, die Kuppel hat Fortnite gespielt, weißt du. Ergibt gar keinen Sinn. Okay. Also das ist wirklich, es ist absolut auch nicht zu beachten, weißt du. Okay. Wo muss ich denn das Ding jetzt drin wichsen? Auf den Typen muss ich es werfen, den großen. Ah, genau. Ja, okay, ich hab den gerade mal fett seinen Arsch gefickt. Dann machst du das Schild nicht kaputt, quasi. Ich muss gerade ein bisschen auf meine Wortwahl achten, YouTube. Es tut mir leid, sorry. Alter, der will uns ja treffen, aber er kann es nicht, weil er keinen Swag hat. Aber der ist so ein neuer Typ. Steig aus dem Benz, dreh den Swag auf, schau kurz in den Spiegel, sag what up. Rauf auf den Bruder hier. Ich messer den einfach. Hopp, haben wir. Es gibt Stiche in der Hut. Ah, hier sind die Jungs. Raus hier, meine Jungs, was da los? Das war die Mission? Mein Schiff ist in der Nähe, aber beschädigt. Eine, ja. Achso, eine, okay. Ich hab mehrere. Ja, was guckt die uns jetzt so doof an? Willst du ein paar Backpfeifen, Mädchen? Nein, Spaß. Gerade ein frei, zack, Schelle. Zack, Bab. Alter, wir haben aber gut rasiert. Alter, du hast rasiert. Boah. Herr Laudatio, was war da los? Er hat Performance. Ich habe eine Putz-Dich-Raus-Karte bekommen. Zweimal! Ja, die habe ich dir gerade gegeben. Ich habe die vorher noch nie gehabt. Ich weiß nicht, was die kann. Aber ich weiß auch nicht. Ich habe die, aber ich habe leider aus Versehen die im RSD gegeben. Weil sonst hätte ich sie dir auch gegeben. Sonst hätte ich sie dir gegeben, mein Lieber. Kraft, ja, schnell raus hier, raus aus dem rein in den Orbit. Da gibt's den besten Orbit, weißt du, im Orbit. War's im Orbit nicht diese Fake-Kaugummis? Das ja, aber so Airwaves-Fakes. Ich glaube, ja, aber ich glaube, also ich bin mir ziemlich sicher, dass Orbit im Straßenslang für Marihuana verwendet wird. Echt? Hab ich noch nie gehört. Oh, was geht denn jetzt ab? Oh. Carsten! Alter, das bin ja ich! Hey Hüter, danke für deine Hilfe. Ich kümmere mich nur noch um diese. Oh,
einfach einen Hüter abgeknallt. Au. 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 Guter Schuss. Direkt durchs Herz. Danke. Entschuldigung, wir dachten, du gehörst zur Schattenlegion. Kein Wunder. So robust wie ich bin. Oh, der Charmeur. Du verlässt uns schon wieder? Schraubst du auch mal runter? Nö, nicht, wenn noch so viel zu tun ist. Amanda. Als dein Schiff. Ich dachte, ich würde dich nie wiedersehen. Oh, wie süß, es wird hier gleich erstmal verdrungen gelegt. Dafür haben wir keine Zeit. Romance. Ich bin ja hier. Romance. Machen wir weiter. Jetzt kommt der Geist so, ja, Mensch, ich kann sie noch weghauen, kein Ding. Ich wollte gerade sagen, ich spüre da Vibes von dem Bruder. Ja, der hat mies Bock auf die. Das ist übrigens, kurze Story-Erklärung. Ja, ja. Eigentlich der Bruder von dieser Königin, die da gerade eben so geleuchtet hat, wo wir da mit den anderen Jungs standen, die ist schon irgendwann verpisst haben, weißt du? Ja, 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 easy, die am Anfang, die da so, in der ich drin war. Genau, in der du drin warst. Genau so. So kann ich mir auch Frauen am besten merken. Sagt mir einfach, in welcher ich drin war, dann kenne ich sie. Nein, Spaß. Digga, ganz toxischer Männerhumor hier. Alter. Das war natürlich alles nur Satire und Spaß. Natürlich. Bitte nicht. Das ist eigentlich der Bruder. Und, ja. Der war eigentlich auch böse, ist dann aber irgendwann gestorben und wurde dann auch. Quasi einer von den Guardians, von den Hütern, ist jetzt ein cooler Typ. Alter, geil, ey, ohne Spaß, ich hab grad voll den fetten Dildo bekommen. Guck mal. Ah, ne, F1, stimmt. Wo ist der? Alter, guck dir mal den Oschi an! Wo bist du? Ich bin hier gerade im Gespräch mit der Königin. Ach so, redst du gerade mit. Ich bin hier in diesem, im Hammer. Ah, ne, da bist du. Stehst da links hier neben mir. Stehst hier auch schon am Pult. Guck mal, was ich für einen Oschi in der Hand hab, ey. Wenn du gleich da bist. Ich steh nicht, ich bin grad. Ja, ich guck gleich. Alter, ich steh im Schiff. Das ist auch krass. Ich steh gerne in Sachen drin. Destiny 2 gibt mir aber auch die Möglichkeit, meinen Fetisch auszuleben. Musst du nicht mit der reden hier? Ich bin tatsächlich durch. Also ich steh hier einfach in diesem Hammer. Wie heißt es denn nochmal hier? Helm, in dem Helm-Ding. Ja, da bin ich auch. Ich musste jetzt mit diesem Tisch quasi reden und jetzt bin ich hier gerade am FaceTime mit der Königin. Ich tatsächlich nicht. Ich habe auch mit dem Tisch geredet, eigentlich. Interagieren. Ich kann hier nichts machen. Das ist ja cool. Danke. Danke, Spiel. Aber hast du den nächsten Story-Schritt? Also ich kann ja mal gucken, warte. Ich habe jetzt Quest. Ich habe eine Herausforderung erhalten. 1 von 28 bin ich jetzt. Also ich habe jetzt voll viel zu machen. 1 von 28, ich habe 4 von 28. Echt jetzt? Ich habe jetzt hier, gemeinsam sind wir unkaputtbar, sammle 3 Erwachten Gnaden. Ich hab hier neben die Herausforderung rechtschaffender Widerstand aus Woche 1 an, um strategische Upgrades zu erhalten. Wo musst du die denn? Ich muss hier irgendwie Widerstandsschlachtfelder, hier muss ich irgendwie hin, also wenn du gleich da bist. Ah, du bist da, guck mal, was ich für ein Oschi hab. Jo, Digga, das ist nice. Der sieht richtig fresh und clean aus. Passt auch gut zum Bogen. Ja, habe ich mir auch gerade tatsächlich gedacht. Ich habe irgendwie voll Bock auf das Dings hier. Aber das Ding ist halt, ich glaube, das ist eher so eine Titan-Waffe, weil reinrennen und so ummetzeln, weißt du? Ja, geht. Je nachdem, wie schnell du bist. So für kleine Gegner ist gut. Aber das ist ganz... Irgendwie hat sich die Quest da nicht aktualisiert, weil das, was wir gerade gemacht haben, das war ja diese Quest. Ja, ich glaube auch irgendwie. Ich check das jetzt mal ab, weil wir können hier... Also ich kann hier auf jeden Fall jetzt hier rein. Ich mach das jetzt einfach mal. Gucken wir mal, wie das jetzt hier endet. Ja. Weil das ist, wird mir als nächstes so eingetrichtert, so. Oh, da wird aber knackig, gell? Ist das schwer? 1770.
Ach, hör mal, die hauen mal weg und so, die Idioten. Wir haben schon Schlimmeres geschafft. Die Deppen, hey, hör mal, ich hab legendär schon ein paar Mal verkackt, hör mal, schaff ich das, hey, mit links zu verkacken. Da stand gerade übrigens, wenn ich das richtig gesehen habe, ich glaube, Arcus und Stasis macht viel mehr Schaden, also dieses Blitz-Ding. Ja. Und dein Eisbogen, also müsstest du eigentlich ganz gut reinhauen, ne? Ja, ich hab sogar tatsächlich dann die richtige Konfiguration. Zufälligerweise. Ach nee, hier haben wir aber gerade eben auch nicht angefangen. Ja, ich bin auch völlig verwirrt. Der Zeuge hat einige Gefangene in ein Gefängnisschiff im Nahen. Alter, Portal öffnet. Oha! Er glaubt, dass wir sie nicht erreichen können. Vielleicht ist er doch nicht so schlau. Die Schattenlegion glaubt, dass das Vakuum des Weltraums sie vor uns schützt. Sicherlich hält ihre gesamte Luftabwehr nach Abwurfschiffen Ausschau. Mit einem Hüter, der kann man das kaputt machen? Nee, gell? Rechnen sie auf keinen Fall. Unsere Koalition. Aber das sind, glaube ich, nur so minenmäßig. Ah, ich liebe es. Ich bin wie so ein Stück Kacke gerade einfach runtergeknallt. Weil ich den Sprung nicht geschafft habe, so hoch, gell? Unser Bruder Favas Ninja hat dich. Alter, Farm, Alter. Die lebende Legend, Alter. Jojo, die sind schon ein bisschen böser, gell? Ich muss mal unbedingt mein Level steigern von 2 auf irgendwas anderes, so, weil das geht gar nicht mehr. Können wir gleich mal gucken, was du dafür machen musst, tatsächlich. Da gibt's ja extra diese, ja, wie so eine Art Checkliste. Ach du heilige Scheiße, was ist denn hier los? Wo bin ich denn hier gelandet? Die übertreiben ja richtig. Ja, sag ich ja, hier knallt es. Ich denke so, du machst so Spaß. Ich denke mir so, ja, irgendwie kriegen wir schon hin und so. Ich glaube, das ist schon wieder so eine Quest, so, wo ich sage, ah, weiß nicht, ob wir das schaffen werden. Ich habe seit Jahren mit ihnen in der Doch, wir haben ja unseren Bruder Favas Ninja, der hilft uns. Alter, Favas Ninja, der wird hier, der wird. Ich sag dir echt, er wird rasieren. Ja, hoffen wir's. Sonst müssen wir das machen und wir wissen ja, wie das ausgeht. Alter Junge, ja, das geht gar nicht gut aus. Ah, nice. Okay, ich muss hier auf jeden Fall mein Spielstil anpassen. Ich bin noch gerade zu leichte Gegner gewohnt. Alter, Favas Ninja hat dicke Problems gerade. Dem sein Lebensstandard sagt nichts gut, diese. Hier, so, guck mal hier, Finish schon gedrückt und wiederbelebt. Alter, der aller echt besten. Der Löwe. Okay. Oh, fuck. Ich hab dicke Ohrfeige bekommen. Ich versuche dich wieder zu leben. Die kannst du übrigens auch ganz gut sehen, je nachdem welche Farbe die Schilder von den Gegnern haben. Mit der Farbe von den Waffen kannst du da noch drauf schießen, dann gehen die schneller. Oh mein Gott, falle ich gerade runter? Ich sterbe gerade durch Fallschaden, weil ich wusste nicht, dass, sorry. Ich wusste ja nicht, dass da ein Loch im Boden ist. Lelelel. Ich war so voll in den Fights so drin, war so voll konzentriert so, alles zu erschießen und auf einmal liege ich da. Alter Junge, ich krieg wieder dicken Schaden hier. Guck mal, hier sind jetzt so Kugeln, die kannst du nehmen und auf diese leuchtenden Kreise werfen. Ja, ich versuche gerade hier den kleinen Pisser hier, der von links noch zu shootet, wegzumachen. Den habe ich gerade entfernt. Oha. Okay, hier der Favas Ninja, der Bruder hat schon geregelt. Ah, Vorsicht von. Ah, nee, doch nicht. Favas Ninja, ich sag dir ehrlich. Er ist Löwe. Alter. Okay, was ist das hier? Kommt das an? Nee, ist immun? Das hat eine Corona-Impfung, ist immun. Immun ist nicht gut in dem Spiel. Außer du bist immun, aber das kommt selten vor. Meistens sind nur die Gegner immun, du führst auf die Presse. Ich habe nie gehört, dass man selber immun sein kann. Wie schafft man das? Ich will auch immun sein. Das können nur die ganz krassen Pros. Eieiei. Junge, ich hab dir gegeben. Genau, hier die Dinger kannst du jetzt nehmen und dann da hinten auf die weißen Kugeln setzen. Boah, ey, ja, überall noch Gegner. Wenn ich das überlebt habe, weiß tatsächlich auch nur ein Stein.
Ja, der ist tot. Papas Ninja ist gefallen. Alter, Papas Ninja, Junge, Habibi. Please, welcome to Blue. Ich hab gesehen, du hast eine eigene Klamottenmarke, gell? Ja. Alter, krass. Props, Bro. Dankeschön. Die Teile sehen auch eigentlich ganz nice aus. Ja, dankeschön. Ich kam irgendwann während Corona mal drauf mit einem Kumpel. Ja. Aber der meinte dann so, ja komm, der hat zu dem Zeitpunkt Jura studiert. Und meinte so, jo, lass das machen, wenn ich mit meinem Studium fertig bin. Und dann hab ich halt irgendwann gesagt, Bruder, nicht wirklich meint, du bist im zweiten oder dritten Semester, du studierst Jura, das auch so ein paar Jahre. Und dann habe ich es halt allein durchgezogen, so. Und ich mach das so nebenberuflich quasi. Hätte ich aber auch gemacht, sag ich dir ehrlich, also jetzt so lange zu warten. Ja, ich hatte halt die Idee und sowas, alles hatte ich da schon und wollte dann halt auch durchziehen. Ja, hätte ich aber auch gemacht, so. Weil man kann nie, also man muss halt einfach anfangen, starten und so, weißt du. Wenn man sich da zu lange Zeit lässt, dann ist halt irgendwann Zeit vorbei. Für manche Dinge. Vor allem dachte ich mir halt irgendwann auch so, jo, wenn du es jetzt nicht machst, vielleicht später hast du keine Zeit mehr, keinen Bock mehr. Und wollte das dann unbedingt machen. Jo, und das ist jetzt dann irgendwann gestartet. Einfach eingefroren. Alter, der hat meine scheiß Mutter gebumst, Alter. Ah, oh, nice, ich werde wiederbelebt wie ein Löwe, ui. Papa Ninja, der aller Echte. Alter, Papa, Alter, ich schwöre, ohne Spaß, da geht gleich eine fette Freundschaftsanfrage. Ah, mit Herz. Der ist auch safe nicht deutsch. Der ist safe so ein Japaner, der voll krass in jedem Spiel ist, Mario Kart und so. Oh nein, ich hab den letzten Ball daneben geworfen, jetzt müssen wir nochmal einen Kill. Ich weiß nicht, ob das so geil ist. Ja, wir haben einen. Ich werf ihn. Ich gehe dahin wie ein Löwe. Sehr gut. Einer muss sehr kompetent sein. Bin anscheinend auch voll unkompetent, hab den vorbeigeworfen, einfach auf Ehre. Aber wir kriegen hier direkt wieder einen neuen. Ja, hier ist einer. So, jetzt aber. Wenn ich den jetzt nicht treffe, dann kracht das hier aber. So, jetzt aber. Sehr gut. Ziel abgeschlossen. Let's go. Kommen wir jetzt hin zum Fortnite? Gehen wir jetzt zum Fortnite Battle Bus? Genau, da oben ist der VIP-Einstieg. Hier kommen die Coolen hin, die hinten sitzen. Ah, nice. Die Coolen, die hinten das sitzen. Muss das Gefängnisschiff sein. Wenn ich Busfahrer bin, ich halt absolut auch so ein Hintensitzer. Und wenn die Hüter so weitermachen. Was, wenn du Busfahrer bist oder wenn du Bus fährst? Wenn ich selber den Bus fahre, weißt du, dann sitze ich meistens hinten, weil Autopilot ist ja. So lange Beine. Hat sie lange Beine. Ausgeschaltet. Es geht nicht um Effizienz, sondern um Herzlichkeit. Ohne Leute wie dich, die uns zusammenhalten, wären wir zurück im dunklen Zeitalter. Die Krähe lutscht ja richtig unseren Kock. Orbital-Gefängnisschiff. Das ist das Habs-Schiff. Hier sind alle auf Habs. Auf Thunfisch. Wie können wir eigentlich diesen Multiplikator hochkriegen? Ich glaube, indem du schnell Gegner killst. Ich weiß es aber nicht. Und das habe ich tatsächlich jetzt noch nicht geblickt. Dein Geist muss das Sicherheitssystem überwinden. Die Schattenlegion wird alle verfügbaren. Ja, dein Geist kümmert dich mal drum. Um dich aufzuhalten. Darunter auch die mit den Sicherheitsdetails. Ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht. Die schlechte ist, hier kommen jetzt sehr viele Gegner. Die gute ist, wir können aber sterben. Was das Ganze deutlich einfacher macht. Ja, ich sag dir noch eine gute Nachricht. Ich werde alles rasieren. Perfekt, dann kann ich ja chillen. Dann stelle ich mich jetzt einfach hier oben hin und baller wieder ein bisschen. Ah, weiß ich ja nicht, Bro, weiß ich ja nicht. Ich helfe auch. Lol. Was müssen wir hier machen? Hacken? Wir müssen hacken, gell? Ne, ich glaube, wir müssen ihn einfach nur verteidigen, während der hier den Stuff macht. Wow. Der hat Kopfschmerzen, der Typ.
Alter, wir haben hier irgendwie so ein Ding. Alter, die wollen ja richtig unsere Nüsschen. Aber der Papa hat Granaten. Alter! Junge, die scheiß Hunde, Alter! Ja, danke ihr kleinen Fotzen. Ich meine natürlich danke ihr tollen Typen. Alter, Ninja rettet mich wie ein Löwe. Ja, Ninja bester Mann. Männer wollen so sein wie er. Ja. Ich glaube, ihr ist schon wieder eine harte Runde gerade für mich. Hab dich. Nice, ich küsse dein Herz. Jetzt rasiere ich hier mal schnell alles, pass mal auf. Ja, der Große ist schon mal weg, also der mit dem gelben Leben. Absolut nur einen einzigen Treffer gehittet. Auf süß. Egal, für den Speer mitnehmen, dann habe ich auch bald wieder super. Boah, ein Köter. Kann mal irgendeiner da hinten scharf ist wegballern, weil sonst kriegt das Geld weggeballert. Hat ihn. Alter, hier explodiert ja alles. Pass mal auf, ich hau die jetzt richtig weg, zack. Die haben gedacht, die können den mit mir machen, den Move. Ja, dieses Schwert knallt doch rein. Das rasiert übel, das Ding. Guck mal. Boah. Ah, okay. Ah, ich darf auch nicht zu übermütig werden mit dem Ding. Ich bin einfach die Hälfte der Zeit gerade tot, einfach nur. Ich gehe einfach mal rein, töte ein paar und dann bin ich wieder tot. Okay, das ist nicht gut. Hier sind jetzt diese Champions, wovon ich gestern erzählt habe, wo du mit speziellen Waffen draufholzen musst. Das ist eher so semi geil. Die können ab einer bestimmten Schaden, den die abbekommen. Bauen die sich quasi so ein Filz und dann laden die sich pro Runde wieder auf und das wollen wir jetzt natürlich verhindern. Alter, mit dieser Waffe kannst du ja ewig schießen. Oh mein Gott, was ist das für ein Gewehr? Alter, wo bin ich denn jetzt durch gestorben? Ich habe einen Champion besiegt. Also wir haben einen Champion besiegt, besser gesagt. Sehr gut, einer weg. Ey, die Scharfschützen dahin, die machen richtig das. Weg. Jo, Champion weg. Ich auch weg, aber egal. Champion weg, ich auch weg, aber egal. Oh, ich gleich auch weg. Nicht so geil. Gibt's hier Hacke. Alter, was ist denn jetzt passiert? Junge, die kommen ja richtig Nahkampf und so gerade. Die haben ja richtig Bock auf meine kleinen Nüsschen. Oh, dieses Gewehr. Ich glaube, wir haben's. Yes, Hammer. Alter, nice. Puh, Mama Mia. Bananenpapi, Sü. Ey, Daddy Salitos, De Franzi, ihr müsst neu hacken. Na, du nur, wie läuft's? Läuft eigentlich ganz fresh. Wie geht's dir, Salitos? Alles gut, Bruder. Ich habe gerade Funknachrichten abgefangen. Die Schattenlegion ruft mehr Kampfgleiter zur Unterstützung. Mehr Kampfdöner. Ja, oha. Bringen wir die Sache über die Bühne, bevor die ganze Flotte auftaucht. Wer ist er denn? Vorne wieder ein Champion, endlich. Hat mich schon gefragt, wann wir wieder einen Champion bekommen. Alter, der hat einfach... Ah, nee, das warst du. Was hast du denn da aufgestellt? Du hast ja diese Ausweichfähigkeit und ich kann da ein Schild aufstellen. Das ist quasi diese Klassenfähigkeit. Ja, sehr schön. Nice. Da hat einer gestöhnt. Oh. Wir sind zwar wieder online, jetzt geht's wieder rein ins Game. Ja, man, Salitos, ist endlich wieder alles back und so. Man kann endlich wieder reinzocken. Ich kann die Verzweiflung der Verteidiger spüren. Oh, jetzt wird's geil. Alter, ja, Wiedereinstieg ist gefährdet, gell? Ich bin direkt schon tot. Passt. Ja.
Hier kommt gleich wieder so eine Phase, wo wir uns wieder, also wir machen quasi dasselbe wie eben, nur das ist jetzt quasi eine andere Map. Also wir müssen jetzt gleich wieder auf diese Kuppeln gehen und da zusehen, dass dass wir nicht sterben halt. Ganz neue Mechanik in dem Game. Du kannst mal versuchen, da oben dieses fliegende Raumschiff wegzuballern, weil das knallt richtig gut rein. Ja, ich bin schon dabei. Ich habe das eben schon gut gehittet. Habe. Sehr gut. Schon mal ganz gut. So, jetzt da oben der Bruder. Ich guck mal, dass ich hier die Leute an der Seite ein bisschen wegräume. Ja, der Boss kriegt ja gar keinen Schaden. Hilfe. Es ist der scheiß Penis wieder immun, ey. Ja, jetzt müssen wir hinten wieder in diese Kuppel. Hab das gemacht? Das ist übrigens, du bist auch da. Das kam jetzt übrigens auch neu mit dieser Season, wie dieser Modus quasi. Ich finde den eigentlich ganz geil, weil das hat was von Strikes, aber ist auch irgendwie ein bisschen anders. Weil du hier ein bisschen taktisch dir vorgehen musst. Gehen wir nach vorne, ich versuche mal dieses Ding zu holen. Jo, ich bin das so. Ah, chillig, von der Seite kommt übelst viel Besuch. Was ist hier los? Ah, der muss mir jemand töten, ich bin tot. Lol. Versuch's 30 Sekunden ohne mich. Ja, aber ich glaube, den krieg ich hin. Nice. Alter. Löwe, Macher. Ja, sicher. Alter Junge, jedes Mal dieser Typ von der Seite, ne? Seine Drecksfähigkeit. Wer ist denn da gerade gestorben? Oha. Der Kollege, ich hol ihn gerade. Nice. Der Kollege ist schon wieder da. Ah ja, stimmt. Oh mein Gott, ich muss rein in die Zone. Enges Höschen. Ich guck mal, dass ich den anderen Dude hier bekomme. Ohne dass mich der Boss komplett umholzt. Ja, ich versuche. Ich schieße den auch schon die ganze Zeit an. Alter, ich bin so fast tot, Hilfe. Ich bleib mal ein bisschen hinten auf Distanz. Ich krieg gerade gute Headshots und so, gute Repressionskills. Ich hab den Boss noch mal einen reingeworfen. Alter, was ist hier unten los? Der Boss ist jetzt fast tot. Boss ist tot. Ja, da musst du dieses Ding aufheben. Wo ist er? Wenn du willst, hebst du das auf. Das ist da unten, wo die ganzen Leute sind. Ich versuche. Ich schaff das. Alter. Junge. Hey, yo, wir können jetzt auf den Boss holzen. Also auf den großen Boss. Nee, ich hab nicht auf Kollege den Boss? Ja. Entschuldig. Auf der Brücke ist irgend so ein Scharfschützen-Typ. Ja, der Boss hat's gleich. Okay, der hat wieder seine Schildphase. Ich glaube, jetzt müssen wir einmal rüber auf die andere Seite. Ja, ich glaube auch. Ich komm mit.
Ja, wir haben ihn echt gut an den Eiern. Das sollten wir eigentlich hinkriegen, wenn jetzt nicht irgendwas richtig Dummes um uns passiert. Ja, keine Faxen machen, dann haben wir denn eigentlich. Ja. Ja, diese Schraubschützen. Total nervig. Boah, ich bin gerade tot. Ja, okay, weggeholt von dem Dreh. Gerade beim Reinstecken, beim Reinkommen, wollte ich gerade, bin ich tot. Gegangen. Ich gehe hier unten den mal mit Super holen. Warte, vielleicht kriege ich den anderen auch noch. Ach shit, das ist der gar nicht. Okay, aber einen stimmt dann auch tot. Einer hat der Boss abbekommen. Alter, okay. Wo ist denn der nächste Zwischendude? Ah, okay, ich glaube, der kommt da. Schieß ihn an. Ich hab den auch einen gegeben, let's go. Das Ding. Shoot auf die anderen. Jetzt können wir wahrscheinlich wieder auf den Boss gehen, gell? Oder? Eins noch. Ja, eins noch. Da drüben ist einer, der kämpft ja die ganze Zeit. Let's go. Jo, hab ich. Oh Mann, ey, der Pimmel. Ja, ich hol den. Der Pimmel, ey. Den Boss, wir haben den gleich. Am Wochenende Salitos zocken wir alle Destiny, Bro. Da sind wir dann ready to go. Alter, ich bin so am Arsch. Geschütze, pass auf, Geschütze. Ah, shit. Guter Call. Digga, und wir sind noch überall diese verfickten Hunde. Ja, Entschuldigung. Alles gut. Nicht nachsagen, Kinder. Boah, ich muss hier weg. Der Boss hat nicht mehr viel. Ja, ich geb ihm jetzt mal eine Waffe und Hits und so. Zack. Der ist so gut wie dead. Ich halte die ganze Zeit drauf. Ununterbrochen. Ja. Der ist jetzt tot. Zack. Jetzt tot. Sehr schön. Nice one. Wir können die Pimmel befreien. Nice. Ui, kommt fetter Loot. Oh mein Gott, wir haben einfach Messi gezogen! Ich glaub das ja gerade nicht, einfach Messi. Zeig mal her die Daten. Alter, 22 Minuten hat es gedauert. Hammerhart. Alter Junge, wir haben ja voll rasiert, wir beide. Ja, Mann, war geil. Ey Junge, warum habe ich so wenig Punkte? What the fuck?